ich möchte was kaufen, holen Sie mir was zu trinken. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Und ich war fastend an diesem Tag. Subhanallah, die haben mich, und dann war ich am Flughafen, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und die lassen mich nicht anrufen und so weiter, die haben mich so behandelt. Die haben mir gesagt, aber wir haben Sie gut behandelt. Ich habe gesagt, schauen Sie mal, im Arabischen gibt es ein Sprichwort, da sagt man, wenn man ein Schaf geschlachtet hat, beim Abziehen hat das Schaf keine Schmerzen mehr. Sorgen Sie dafür, dass diese Freiheiten, die Sie hier genießen, auch in Ihren Heimatländern den Christen zuteil werden. Im Übrigen ist es doch verwunderlich, dass die Moslems allgemein nichts gegen die radikalen Islamisten unternehmen, wie zum Beispiel demonstrieren oder lauthals sich dagegen wehren. Es sind dies doch ihre Glaubensbrüder. Das stimmt, die sind unsere Glaubensbrüder. Und wir sagen, unsere Glaubensbrüder, zurück zum richtigen Islam, zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, fürchtet Allah und schaut, sowas. Der Islam ist wichtiger als meine Meinung und deine Meinung, mein Interesse und dein Interesse. Auch würde ich es sehr begrüßen, wenn sich die Zuwanderer mehr integrieren würden. Vor allem die Sprache. Per Vogel, du sollst dich integrieren. Vor allem die Sprache lernen würden. Lerne die Sprache. Ich kenne türkische Familien, die schon jahrzehntelang in Deutschland sind und kein Wort Deutsch sprechen. Das geht an Abu Anis. Da frage ich mich schon, was diese Menschen hier wollen. Die wollen Geld. Ganz abgesehen von unserer Kultur und unserer Gewohnheiten. Wenn ich in ein anderes Land gehe, dann passe ich mich den Menschen dort an. Das ist Grundvoraussetzung. Abu Jibril, du sollst ab heute dein Bart blond machen. Ich versuch mal, wie Michael Jackson, dich zu verblonden. Ich werde es sehr begrüßen, wenn meine Worte auf fruchtbarem Boden fallen würden. Schaut mal, fruchtbar. Es grüßt Sie, Donnerseele. Die armen Menschen. Wallahi, arme Menschen. Die wissen nicht, dass die Christen in den muslimischen Ländern mehr Rechte haben als wir Muslime. Wallah, am Flughafen war ich in einem muslimischen Land. Ich war am Flughafen und vor mir gab es Priester. Jeder hat sein Kreuz so ungefähr. Wie mein Hand. So. Und schwarz. Und Bärte bis hier. Die sind gekommen rein im Flughafen. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Drei und dann gab es eine Frau. Bitte schön, die Frau. Ich kam, der hat gesagt, halt mal ein bisschen. Alle, bitte schön. Bei mir, halt mal. Wie ein Sheikh hat erzählt aus Ägypten, und das schließe ich meine Wörter damit. Barakallahu fikum, der hat gesagt, ich war von Griechenland nach Ägypten geflogen und am Flughafen habe ich gewartet. Deshalb habe ich so gemacht. Ich habe gewartet, bis sie vor mir gehen, damit ich das prüfe. Der hat gesagt, ich rede das auf Arabisch und dann... Der hat gesagt, die kamen die Christen vor mir und ich war auch mit meinem Bart und Gewand. Ich habe gedacht, auch die werden mich so behandeln wie die Christen. Dann kam der erste Christ, die haben ihm gesagt, Tfaddal Yabuna, unser Vater, komm rein. Dann kam der zweite, die haben gesagt, Tfaddal Yabuna, unser Vater, komm rein. Der dritte, Tfaddal Yabuna, unser Vater, komm rein. Dann bin ich gekommen. Ich habe gesagt, auch die werden sagen, Tfaddal. Die haben gesagt, Ta'ala, ya Khuna. Komm, unser Bruder, komm. Subhanallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Jazakallahu shaykhana, Allah Hussein, für diese schönen Worte. Ich habe auch mitgekriegt, dass in vielen Passagen seiner Rede, Jazakallahu khairan, auch Trauer zu hören war.
für das, was den Muslimen heute angetan wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Situation der Muslime inshallah verbessern. Die nächste Frage inshallah geht an Sheikh Abu Jamal. Sheikh Abu Jamal, durch deine Erfahrungen, gerade auch im Bereich der Familie, die islamische Familie heute steht vor vielen Herausforderungen. Die Kinder in der Schule, die Schule, wie sie auf den Kindern wirkt. Wie kann eine Familie diese Probleme bewältigen? Wie soll sie diese Probleme bewältigen? Die Eltern mit den Kindern, die Kinder in der Schule. Jazakallahu khair. Ja. Tatsächlich ist das eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine Verantwortung. Verantwortung der Kinder gegenüber, an erster Stelle gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dann gegen die Kinder gegenüber und dann der Gesellschaft auch gegenüber. Ich als Familienvater habe natürlich auch Kinder, die in die Schule gehen und habe auch sicherlich viele Herausforderungen erleben müssen, was bestimmte Anliegen anbetrifft, wie ob jetzt Schwimmen war oder auch Klassenfahrten, bestimmte andere Herausforderungen, die sich auch gestellt haben. Wichtig dabei, wallahu a'lam, barakallahu fikum, es fängt natürlich bei dir an, bei dir zunächst einmal, dass du das Vorbildfunktion nicht vernachlässigst. Und wenn das Wort beispielsweise Integration oder Integrieren im Raum fällt oder als Diskussion, dann klär deine Kinder auf, was wollen die eigentlich mit diesem Bezeichnung Integration, die deutsche Sprache, können sie? Teilnehmen an Gesellschaftsaktivitäten machen sie. Viele, meine Söhne sind also auch im Verein drin. Bestimmte Aktivitäten machen sie auch. Also ich als Familienvater, auch wenn ich so aussehe, einigermaßen deutsch kann ich ja auch. Mein Vater, der hier gelebt hat und mittlerweile gestorben ist, da kommt auch etwas Deutsch. Normalerweise gilt eigentlich diese Ansage oder an Adresse meines Vaters, weil er hier neu gekommen war und beispielsweise auch sich dann hier integriert und uns auch dann hier einführt und auch die Herausforderungen, die uns dann treffen in der Zukunft, auch uns vorbereitet. Und das ist praktisch auch die Kunst dabei, wie bereite ich meine Kinder vor, damit sie auch angemessen hier friedlich leben mit anderen Menschen, die eine andere Religion oder Kultur im Hintergrund haben. Das ist die Herausforderung und die Verantwortung zugleich. Und die fängt, barakallahu fikum, bei uns zu Hause. Diese Vorbildfunktion. Wie praktiziere ich beispielsweise meine Religion? Ist das ein Diktat, die zu Hause ausgeübt wird? Oder ist es wirklich eine Überzeugung? Sitze ich mit meinen Kindern zu Hause und erkläre ihnen die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie auch angemessen von Rechtsgelehrten erklärt worden sind, oder versuche ich sie so zu definieren, wie ich sie brauche? Ja? Erkläre ich ihnen auch Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie mit ihrem Herrn auch umgehen müssen und ihre Verantwortung auch danach kommen müssten? Denn wenn sie tatsächlich die Furcht Allah erlangen, dann brauchen sie im Grunde keinen Beobachter und keinen Aufpasser. Dann können sie ihr Leben auch im gewissermaßen oder weitgehend selber gestalten. Und das ist auch dann eigentlich auch das Ergebnis nachher, was auf Lehrer zustößt. Wenn du beispielsweise Kinder hast, ich habe mindestens 9 Kinder gehen zur Schule. Ja, nehme ich jetzt als Beispiel ohne, aber eigentlich, ich bin einer von euch. Wir gehören zusammen, wir sitzen alle im Boot. Meine Kinder, die zur Schule gehen, natürlich sage ich ihnen, und das sollten wir auch tun, die Leute, die dort sind und dir das Wissen lehren, mindestens mach für sie ein Dua in deinem Leben, mindestens. Möge Allah, also ich hätte sie recht leiden.
mindestens sollst du auch dankbar sein gegenüber Allah, dass du diese Gaben auch dann angenommen hast und vorgefunden hast.